Kuckuck. Herzlich willkommen zurück hier zu 7 Days to Die. Ich grüße euch. Tag 45, kurz vor halb 10. Und ja, ich habe so lange nicht mehr gezockt. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Eisen wollten wir machen. Ne? Wir brauchen ja ganz viel Stahl. Eisen machen. Stahl wollen wir machen. So, für drüben. Jetzt habe ich gerade mal in die Taschen geguckt hier. Oh mein Gott. Völliges Chaos. Ja, ich war die letzte Woche etwas beschäftigt. Ich war kurz im Urlaub und ja, Samstag war der große Tag. Hat alles geklappt. Eben weiter. Mal gucken. Gibt es noch eine Auswahlrunde in Berlin und wenn man die geschafft hat, dann ja, dann geht es wohl ins Fernsehen. Aber die Chancen sind da wirklich gering. Es waren so viele Leute da. Echt Wahnsinn. Aber wer von euch interessiert ist und da auch vielleicht mal hin möchte, kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dann schreibt mir einfach eine PN oder so. Oder ja, ist am einfachsten, glaube ich. Sehr interessant auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, dass man alles so zu sehen, wie es abläuft. So behind the scenes. Das war schon echt interessant. So, was machen wir? Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Aufräumarbeiten. Den ganzen Schrott mal hier. Ach komm, ich dampf das einfach hier rein. Egal. Munition brauchen wir dringend. Hatte ich hier was angeschmissen? Yes! Sehr gut. So, da brauchen wir. Wir brauchen noch Shotgun. Ich glaube, ich hatte alles Schwarzpulver weggemacht, ne? 261. Okay. Magnum. Machen wir noch ein bisschen Magnum. Magnum. Oh, guck mal. Können wir ein bisschen Brass einschmelzen. Da läuft noch was. Brass, super. Komm, machen wir hier Bullet Casings. Buckshots. Wie sieht's da aus? Von allem so ein bisschen machen. Haben wir noch 250. Das sollte erstmal reichen. Brauchen wir noch mehr Schwarzpulver. Definitiv. Das heißt, machen wir noch ein paar Bullet-Tipps. 250 und dann nochmal ein paar Buckshots hinterher. Dann haben wir das LED hier komplett raus. Mal gucken, haben wir noch was zum Einschmelzen. Glas nicht, Brass. Ja, da ist noch ein bisschen was. Können wir dann direkt mal mitverarbeiten. Oder so schnell. Zack, zack. Das geht aber fix hier. So, dann haben wir noch garantiert in den Lootkisten oben noch viel, ne? Oder hatte ich da alles runtergeholt? Ich weiß das gar nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe, so bin ein bisschen. Diese Nervosität ist weg. Ich freue mich mal wieder richtig zu daddeln. Avorion gibt es auch wieder. Da kam der Patch noch nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, und dann Alpha 16. Könnte sich nur noch um 2, 3, 4 Wochen handeln, wenn sie das einhalten mit Ende März. Ach du Heiliger, wie sieht's denn hier aus? Stimmt, da war ja was. Na, wo ist er? Hallo? Nee, kannst du behalten, dein Scheißfleisch. So, nehmen wir mal alles am Brass mit. Schwarzpulver, das LED. Papier. Arrowheads brauche ich nicht unbedingt. Also aktuell nicht. Das können wir auch mit runternehmen. Waffenteile lasse ich auch erstmal drin. So, da ist noch mehr Brass. Guck mal. Und noch ein bisschen LED. Duct Tape, yeah. Voll. Fuck. Komm, das blöde Sandwich braucht keine Sau. Ja, das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Juhu! Ah, so ein Stückchen Kaffee, lecker. Ja. Wie? Wir rufen es aus. Was soll das? Das geht doch nicht. Und die Doorknobs habe ich noch. Nee, habe ich nicht. Fuck. Ding, 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 ding. So, ich hau mal für die Muni alles hier rein, was wir nicht brauchen. Unter anderem das. Die Tipps schon mal da rein. Casings rein. Ich lasse es erstmal drin und mach gleich die große Rutsche. So und so. Das brauche ich auch erstmal nicht. Dann können wir das LED gleich noch mit einschmelzen. Oh, da war die Stimme weg. Machen wir uns ein paar Woodlocks.
Machen wir 100. Dann habe ich hier noch mehr Holz. Ein bisschen, ne? Noch 40, dann können wir die Fortress wieder anschmeißen. Und hey, da ist Stahl. Super. Okay, pass auf. Dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen Eisen. Und machen das so weit voll, wie es geht. Und lassen da einfach noch weiter durchbrennen und machen auch direkt mal das an Stahl hinterher, was noch geht. So. Ja, ist jetzt nicht gleichmäßig hier, aber das sollte schon passen. So, Craft 40. So. Ach, das war gut. Haben wir doch ordentlich was. Zusammenklamüsert hier. Sehr schön. So, 80. Perfekt. Dann sammeln wir das alles ein. Können wir auch direkt machen können. Guten Morgen. Gut. Ich schmeiß das erstmal alles in die Kiste. So. Ah, lecker. Gut, kann das durchjudeln und bitte. Erstmal alles rein, dann sammeln wir uns mal hier neu. Also Eisen reicht erstmal. Oh. Cool. 666 Iron. Clay. Komm, machen wir die auch noch wieder voll. Ist zwar noch nicht so viel durchgebrannt, aber was drin ist, ist drin und wir brauchen sie auf jeden Fall. Dann werde ich morgen früh nochmal Holz holen gehen. Oh, da haben wir kaum noch was. Ist zwar ein bisschen was da, aber Holz kann man da nie genug haben. So, der ist fertig, super. Ein bisschen LED hinterher. Sehr schön. So, hier ist alles durch. Perfekt. Das ist auch alles raus. Wie sieht es mit Concrete Mix aus? Sand haben wir noch da. Alles gut. Und die feuere ich erstmal nicht an, weil ich doch gerne mehr Holz hätte. Ich meine, da kommen zwar ein paar Loks zusammen, aber... Oder? Wie Steine und Zement. Und da können wir doch eigentlich... Na komm. Machen wir nochmal hier. Ach du Scheiße. Ja. Das ist wahrscheinlich ein... Ach du Heiliger. Okay. Gut, wir haben Sand. Yay. Wir haben etwas Sand. Der ist vollgelaufen. Ich glaube, der Rest, also wenn man wirklich zu viel macht, sag ich mal 7000 Sand herstellt, dann haut der einfach durch und der Rest verschwindet auf dem Boden im Nirvana. So kann ich mir das nur vorstellen. Das haben wir natürlich richtig kacke gebaut, ne? Das ist ja keine 1500, ich wollte 3000 machen. Tada! Man braucht das Doppelte an Steinen. Jetzt habe ich da so eine halbe Portion. Okay, weg. Ein bisschen Clay, ein bisschen Platz machen. Gucken, ob wir hier wieder Platz kriegen für LED. Yo. Gut, schmeiße ich das mal hier drüben rein eben noch. Ja, es ist jetzt ein bisschen hin und her gerenne. Und craften, aber craften muss sein. Also es gehört ja unweigerlich dazu. So, und dann noch 6x Steine und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6000. Jawohl. Und die 3000 mit. 1, 2, 3. Und dann haben wir so viel Concrete Mix. Können wir mal gucken, was wir damit bauen. Also das ist ja schon echt eine Masse.
So, Sand hier drüben rein. Rups. Also Sand haben wir genug. Was jetzt wieder bräuchten wir? Zement. Boah, und was hier an Stein drin ist. Ach komm, machen wir. Machen wir alles voll. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich 7, ne? 7 Forges. Zement. 1000, okay, super. Zack, zack, zack. Und die hinterher. Wir jagen jetzt einfach alles durch hier. Dann haben wir es weg. So, 18, ja komm. Ich muss mal ausrechnen, wie lange so 2000 Steine insgesamt brauchen, bis sie durch sind. Also daneben hocken und dann mal wirklich für 3 Stunden Fuel reinballern. Und dann mal einfach abwarten. Obwohl, nee, eigentlich habe ich da keine Lust drauf, das dauert mir zu lange. Ach, müssen wir wieder auf die Hälfte gehen hier, verdammt. Aber das wird auch reichen. So, 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 so. Du noch rein. Zement, 1000. Und die letzte. Gut, dann haben wir da alle Forges am Rennen. Und dann müssen wir einfach abwarten, bis das ganze Zeug durch ist. Ach, schön. Ich liebe es, wenn es alles läuft hier. Die laufen, Forges laufen. Alles gut. Und ein Steinchen wieder zurück hier. So, dann wollen wir mal gucken wegen LED. Aha. So, Eisenbars hier rein. 1812 Stil, das heißt 180 Blöcke, ne? Das reicht noch nicht. Ich will mehr. Das wird jetzt halt natürlich erstmal dauern, bis das alles durch ist hier. So, oh, wir haben Hunger. Soll ich mal ein bisschen was schnabulieren? Und Magnum? Machen wir uns Magnum. Magnum Muni, 44er, Magnum Round, 90 Stück nur. Und das war's mit dem Schießpulver. Wo ich nur Kohle brauchen. Kohle, Kohle, Kohle. Und da Kohle haben wir hier eigentlich noch so ein bisschen was rumhängen. Wenn ich mich nicht irre. Ach ja, komm, alles voll. Dann holen wir uns mal ein bisschen Kohle hier. Hello Kohle. Weil die nächste Horde kommt gewiss und ja. Jetzt Krawumms knallt alles zusammen. Will ich mich so kaputt lachen? Na, komm her. Eisen und Stein, also noch ein bisschen Kohle. Ja, ich will nicht zu nah an meine Behausung ran. Ja, lieber hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, und hier drüben ist doch alles voll. Also 1000 Kohle wäre noch mal gut, dann können wir noch ein bisschen Schießpulver machen. Vielleicht reicht es dann auch schon. Ach, das ist auch noch alles. Was ein Konstrukt. Ja, wir grasen alles ab hier. Ey. Und Hunger, ja, ich weiß. Noch mal dabei? Nee. Komm, das hältst du noch ein bisschen aus. So schlimm kann der Hunger nicht sein. Mal gucken, ob uns jetzt hier, wenn ich jetzt hier unten hinmache, ob das
Das hält, gut. Kohleflöz, super. Gut, dass ich die Kohle nie verbrannt habe, habe ich das schon mal erwähnt? Man müsste noch, wie heißt das, Köhlern? Und wenn Holz irgendwie in so einen Ofen reinhaust und dann da Kohle rauskommt, das wäre geil. Wenn das noch irgendwie gehen würde. Mit Mods bestimmt. Genau, apropos Mods, Wellmod wollte ich ja unbedingt spielen, ne? Aber ich habe mich da mit zum Bürger unterhalten. Michi, schöne Grüße an dieser Stelle und wir wollten das ja auch machen. Das Problem ist halt, man hat verschiedene Klassen. Da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Du hast verschiedene Klassen bei der Wellmod, also einen, der irgendwie Miner-Spezialist ist, dann Waffenspezialist und was da nicht alles gibt. Das Problem ist, wenn du alleine spielst, dann ja, kannst du ja wohl nur eine Klasse auswählen. Und demzufolge kannst du dann irgendwelche Sachen gar nicht erlernen. Also könnte ich zum Beispiel, wenn ich, was weiß ich jetzt hier, den Waffentypen nehmen, könnte ich nie Woodframes herstellen. Was ein bisschen komisch ist, aber so ist das wohl leider. Und deswegen, ja, gucken, ob man das auch irgendwie ändern kann, weil man sollte ja auch schon auch alleine alles herstellen können. Vielleicht kann man das ja auch irgendwie abändern, noch in den XML-Dateien. Sonst macht es nämlich für mich keinen Sinn. Sinn. Autsch. So. Was haben wir? 1500. Ja, ach, guck mal. Das läuft doch gerade so schön. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Kohle mit. Hier ist ja noch ordentlich was. Super. Haben wir hier direkt nebenan. Schön, ne? Kohleader. So, was wir sehen, nehmen wir noch mit. Mein Gott, wieder Wortkotze hier heute. Wer bist du denn? Crushed Sand, okay. Auch schön über den Wüstengang. Auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Ich mach mir jetzt einfach mal hier. So. Nailgun am Start. So, machen wir uns hier mal so einen kleinen Aufgang. Können wir hier direkt rein und fertig. Weiter Kohle abbauen. Super. Läuft. Jo, Potassium, muss ich mal 1000 raus hier. Die 131 lasse ich mal als Reserve, falls wir nochmal irgendwie was anderes herstellen müssen. 12 Minuten und 30 Sekunden. Ja, reicht. Und mix it, baby. Gut, komplette Maschinerie ist am Rennen. Zack. Der ganze Rest hier drüben wieder rein. Ja, du kriegst jetzt was zu essen. Gib mir am Keks. Und noch ein bisschen Eisen. Rups. So, dann ein bisschen was futtern. Ruhe haben. Ich bin schon Kaffee-Junkie geworden. Das ist echt schlimm, ey. So ein blöder Vollautomat. Wenn du einmal mit anfängst, habe ich noch Fleisch? Nee, habe ich nicht. Also, jagen gehen müssen wir auf jeden Fall noch. 20 vor 1. Ich kann zwar raus, aber nee, ich traue mich nicht. Da bin ich jetzt auch immer noch ein bisschen Schisser. Und wir brauchen unbedingt mehr Öl. Kann man das irgendwie herstellen? Upsa, nee. Oil. Toiletten. Kann Klo machen, wie gut. Bucket of Water. Okay, du musst dann... Bah. Wir können jetzt ein Klo bauen. Boiled Water. Was gibt's denn noch? Das wusste ich ja gar nicht. Guck mal wieder, was entdeckt hier. So eine Baublöcke. Okay, das ist ja alles... Alles schon bekannt. King-Size-Bed. Schlafzimmer. Ist auch noch, ne? Steht auch noch in der Warteschlange. Okay, Resources. Nö. Waffen haben wir auch soweit alles. Tools and Traps. Ich habe ein interessantes Design gesehen im Internet. Da hat sich jemand eine Zombie-Grube gebaut. Und zwar ging das so, wie soll ich es beschreiben?
War im Boden immer so zwei Block senken, also so einen Block tiefer und dann diese Ramps. Also das sah aus wie so ein V halt, wie so eine Kuhle. Und das aber drei, vier Reihen hinweg, um so ein Pit drumherum auch. Und in diesen Senken drin hatten die dann Stacheldraht gelegt. Das heißt, ich stand in der Mitte, die Jungs, und die Zombies sind ja so langsam geworden und haben die Beine verloren irgendwann, dass sie die ganz leicht abknallen konnten. Auch ohne Spikes komplett. Das war auch sehr interessant, muss ich sagen. Kann man mal verfolgen, vielleicht für die nächste Staffel. Das wäre echt eine Idee. Medizin, neuen Clothing. So, hier wird es interessant jetzt. Wodendesk. Ja, Schreibtisch kann man auch noch machen. Das sind jetzt Toiletten, habe ich ja nie gesehen. Tische, Buchstaben, Mailbox. Auch was süß. Als ob uns hier irgendeiner Post vorbeibringen würde. Dann noch Store Shelves. Ach ja, die Dinger. Die Ramps, okay, und die Signs. Ja, Ach, es wäre so schön, wenn man irgendwie alles bauen könnte. In dem Menü, in dem Creative Menü gibt es ja so, kannst du ja alles nehmen. Ich hätte halt so gerne noch hier die letzten Abzüge. Kann man sich natürlich auch selber bauen, ne? Aber ich finde die schon ganz schick. So, Stil ist komplett durch, dann hauen wir die nächste Rutsche rein. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber das sind jedes Mal wieder fast fünf Blöcke hier. Und wir haben da drüben echt einiges zum Aufwerten. Also 49. Gib ihm. Gut, da fehlt Eisen. Dann hauen wir hier mal doppelt Eisen rein. So. Brass und Lead. Nochmal Casings. Ziehen wir die noch durch. Sind noch was Interessantes, was wir machen können. Der Zaun ist natürlich auch geil. Und Rocket Tips, ja, die sind, glaube ich, schweineteuer. Rockle. Rocket selber. Boah, guck mal, 16 Gunpowder. 3 Duct Tape. Rocket Casing, Iron und Clay, okay. Also mit Brass können wir echt nur die Hülsen herstellen. Dann ist das so. Cool. Was habe ich noch? Ein Bike? Ist da noch irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Ja, ein bisschen. Ein paar Steine. Das lasse ich mal einfach als Reserve drin. Die nehme ich mal mit. Damit wir immer was zu essen haben. Mögest du immer Essen im Magen haben. Ist deine? Ne, ich hatte noch einen, der war. Da, ja, den nehmen wir. Supi, Bier. Schaufel, zack, zack, zack. Repair Kits. Okay, ich mach mal eben hier ein bisschen heile. Das sieht noch gut aus. Genau, wir können mal schauen. Habe ich hier noch Teile drin? Die Sniper, die würde ich schon gerne mal irgendwie auf 400 kriegen, so langsam. Hunting Rifle, nö. Pistol Parts, da ist nichts zum Upgraden. Ich glaube, drüben ist da noch ein bisschen was, ne? Oder auch das hier. Das ist nochmal ein schönes Upgrade. Die können wir auch machen. Und das war's, ne? Ne, Parts sind nicht dabei. Ja, pimpen wir ein bisschen die Shotgun. Doch, den Stock hier. Ein bisschen Shotgun pimpen. Die lasse ich mal als Reserve einfach. Zack, Magnum Rounds, super. Assemble, ich hole einfach alles raus, bis nur noch die Taschenlampe übrig ist. So, zack, zack. 600. Ah, da hat es noch nicht ganz gereicht. Und das Barrel ist halt jetzt wieder heile. Und so schnell geht's. Gut, wir brauchen ein paar vernünftige Teile. Shotgun Parts und dann ist das Baby gut. 535. Guck mal. Das ist doch richtig geil. So, alles voll. Super. Ja, sehr schön. Ist die Shotgun fertig? Und die Axt brauche ich nicht, die sieht gut aus. Wie gesagt, Holz holen auf jeden Fall. Und die 9 mm kann ich auch mal hier oben reinschmeißen.
Da haben wir ein bisschen was. Aber die brauche ich halt nie. Also irgendwie, weiß ich nicht. Haben die mir das nicht so angetan? Da können wir auch mal was reinschmeißen. Oh Mann, wir können so viel. Eine Schatzkarte. Gucken wir mal. Ja. So, wo ist der Schatz? Boah, so viele Zeichen oben. Da. Oh, guck mal, da waren wir auch noch nicht. Schön. Bestimmt in der Wüste und ganz hoch. Ich habe sowieso vorhin mal aus Versehen O gedrückt. Guck mal, was wir hier noch an Dingern haben. Ach nee, sind alle fertig, okay. Kann man das irgendwie clearen? Clearen? Kill the Rabbit, was war das nochmal? Eine abgesägte Schrotflinte Hasen killen. Okay, pass mal auf, dann nehmen wir mal einfach das abgesägte Ding hier mit. Und dann töten wir mal 5 Hasen auf dem Weg, wenn wir welche sehen, wenn ich dran denke. Super, der ist gleich fertig. Dann schmeißen wir direkt nochmal was hinterher. Na komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Concrete Mix bis zum Erbrechen. Zack, nochmal 3000. So, schön. Läuft alles. Ach, ich liebe das, wenn alles läuft. Gibt doch kaum was Besseres. Stil nochmal hinterher. Da fehlt es an Iron, aber das dauert jetzt einfach. Also das kann man auch nicht beschleunigen. Da machst du wirklich nur über Masse. Also ich denke mal, 6 Forges reicht auch. Natürlich kann man das auch mehr machen, aber boah, dann ist das so eine Klickerei. So, haben wir jetzt die 2000? Ja, ne? Ja, 2013. 2337. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Zack. Guti. Alles sortiert, alles fertig gemacht. Schwarzpulver pfeift auch aus dem letzten Loch hier. Reicht das von der Zeit? Ne, das reicht doch gar nicht. Guck mal. Hä? Ach nee, oh, der brennt nur noch ein. Reicht von der Zeit, locker. Nehmen uns mal ein bisschen was und machen noch Shotgun. Ja, ein bisschen Shotgun machen wir. Kann man immer gebrauchen. Shotgun Shell, 146. Passt. 7,62. Den Rest. Gut. Dann kann die Horde auch bald kommen. Oh, ich bin gespannt, wie die drüben abgeht. Da freue ich mich echt drauf. Hm. Boah, jetzt war der Kaffee aber so an der Grenze. Ich hasse kalten Kaffee, echt. Axt, jo. Wie sieht's mit Rüstung aus? Guck mal, da habe ich mich ja auch viel mit beschäftigt. Oh, Backe. Na gut. Wir haben ja ordentlich Health am Start. Es regnet schon wieder. Ey, das ist so zum Heulen. So, look off. Raus. Klappe zu. Was ist denn das? Old Shit Sandwich. Brauche ich nicht. So, wir können einmal gucken, wie es hier aussieht. Nach dem letzten Angriff, aber sieht alles gut aus. Oder war ich schon hier? Nee. Ja, wenn keine Cops da sind, ist das echt entspannter. Die machen halt richtig Alarm. Okay, hier ist ein bisschen was, aber ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Also, cool. ...46, ist noch kein Hundetag, ne? Sowieso waren die Hundehorden hier. Ja. Scheiße, ich guck mir das erstmal von oben an.
fuck. Habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Etwas erschrocken. Ja, feiges Hühnchen, ich weiß. Aber, Guck mal, wie sie versucht reinzukommen. Da ist aber, ich muss aber irgendwie reinkommen. Oh. Sicherheitsschuss, jetzt ist er weg. Oder? Ja, zuckt nicht mehr, alles gut. Boah, ist das ein Wetter, da siehst du ja gar nichts. Hirsch! Das ist natürlich sehr schlau. Boah, das sieht auch mal echt übel aus, warte mal. Versucht die Sonne schon so langsam durchzukommen, oder ist das der Mond? Ja, es ist recht ruhig. Nee, ich geh erst Bäume fällen, wenn, oder? Entscheidende Ver- Kackding! Ja, Bäume fällen, wenn hier Patsch. Wahrscheinlich, weil ich da unten rumgematscht habe. Oh fuck. Boah. Ein bisschen Fleisch. Boah, ey. Das ist auch, das wird sich nie legen bei diesem Spiel. Echt egal, wie lange man dieses Spiel spielt. Nachts draußen rumrennen wird immer so ein creepiger Scheiß sein. Warum ist das jetzt so oben weggebrochen? Das nervt mich jetzt. Wo ist er? Da. Hab ich ihn aufgenommen? Nee. Zombie. Oh, das war's schon. Okay. Sehr gut. Noch mehr abbricht? Nö. Fuck. Jetzt ist wieder Ruhe. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir von hier überleben. Wenn wir hier runterspringen. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt noch jemand? Ja. Achso, die lebt doch noch. Ich habe die nur entbeint. Gehen wir auf Nummer, ganz sicher. Komm, der Papa braucht Holz. Der Papa braucht Holz. Oh, jetzt bin ich wieder angefixt, ey. Jetzt habe ich wieder so Bock auf das Spiel. Ich hatte ja immer Bock auf das Spiel, aber jetzt nach der Zeit. Das ist gerade wieder richtig so spannend. Und ruhig. Ich glaube, ich möchte die Stadt mal mit dem Raketenwerfer zerlegen irgendwann. Gut, komm. Bevor wir jetzt hier noch weiter blöd rumstehen, schmeiße ich das Fleisch mal eben rein, machen uns ein bisschen Meat Stew. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Danke Hirsch übrigens nochmal. Juhu. Und Aufschlag. Ja, dann gehen wir am nächsten Morgen Holz holen. Vielleicht noch ein bisschen Clay, schon mal in Reserve. Wir haben ja hier auch direkt Clay vorkommen. Vielleicht buddeln wir nach dem Schatz. Guck mal, in die Richtung, da war ich noch gar nicht hier, ne? Nee. Noch viel unerforscht. Und ich würde sagen, so geht es dann auf jeden Fall weiter. So, was brauchen wir jetzt? Kartoffeln. Mais. Und Wasser, ne? Warte, gib mir Warte. Oh, das ist auch noch was. Meat Stew 56 Sekunden. Dann aber genau abgezählt, bitte. So, weg. 28 Stews wieder. Das sollte erstmal reichen für die nächsten Tage. So, und das leere Gläschen hier rein. Ja, dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge mal ein bisschen Action machen. Guckt es euch an hier. Schön. Und noch ein bisschen was zum Ballern. Wunderbar. Raketen um 20er Stack. Okay. Okay, die kann ich hier reinpacken. Da fehlt noch ein bisschen. Fehlt noch ein bisschen, bis wir da auf 500 sind, aber soweit. Ich sag mal, für die Horde sollte es reichen.
Also da mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen und ja. Ist auch nichts mehr drin. Nö. Gut, dann warte ich bis 4 Uhr ist und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Holz und sonstigen Sachen. Und ein bisschen mehr Ballerei. Ich habe wieder Bock rumzuballern. Mal gucken, wen wir da draußen treffen. Und dann dezimieren können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim selber zocken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und nette Kommentare sind auch mal willkommen. Ne? Ihr kennt das ja. Bis dann. Tschüss.